Ja, hallo Leute, willkommen zu neuen Trophäen-Guide. Diesmal zu dem Spiel Weapon Blocks 2. Vielleicht hat der eine andere schon mal Teil 1 gespielt. Teil 2 ist eigentlich ähnlich gebaut. Wir müssen hier Punkte sammeln. Ich zeig's mal am besten so. So haben wir schon Punkte, 16, runter wird das zu 8. Also immer so weiter. Das ist dann immer wieder Punkte gibt. Das Ganze kann man in Uhrzeigersinn machen. Ja, dann gehen die Punkte immer hoch. Wir müssen bis zu 20.000, 24.000 war das im Dreh. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf die Trophäenliste geachtet. Auf jeden Fall kriegen wir bei 4.000 an, 5.000, 6.000 immer eine Trophäe. Boah, das geht dann halt so die ganze Zeit, macht man's. Das Spiel kostet 1,49, also 1,50, genauer zu sagen, für PS4 und PS5. PS5-Version ist gerade draußen, ich weiß nicht warum, eigentlich sollte das morgen so sein. So, da kam die erste Trophäe, 4000 Points in total. So, ja, weiß ich nicht warum, kann sein, weil jetzt so viel kommt in letzter Zeit. Morgen kommt auf jeden Fall noch die PS4-Version. Das ganze Spiel kann man natürlich wieder stacken. PS4, PS5, europäische Version und US-Version, PS4 und PS5. In absehbarer Zeit kann man das auch mit, man kann es eigentlich 8 Mal stacken, aber das kommt, glaube ich, erst nächsten Monat der Fall. Und zwar haben wir hier die Asien-Version, PS4 und PS5, und die japanische Version, PS4 und PS5-Version. So, da bin ich schon bei 7000. 8000. Macht das immer so einen Uhrzeigersinn? Es macht nichts, wenn jetzt da stecken bleibt. Zum Beispiel alles voll, es geht nicht weiter. Dann macht er einfach Restart. Und dann wird es weitergezählt. Da oben die Punkte werden wahrscheinlich wieder 0 angezeigt, aber es wird weiterhin gezählt, so wie es hier bei mir der Fall ist. So, ich habe 11.000 Points. Eigentlich ziemlich nice Spiel, muss man sagen. Es gibt nicht so viele Games davon. So, ja, bin ich stecken geblieben. Mal Restart. Steht zwar bei 0 Punkten, aber das wird alles zusammen addiert. Würdet ihr selbst sehen später? Ja, da kriege ich 12.000 Points. Also man kann das immer so im Uhrzeigersinn machen. Dauert eigentlich keine 5 Minuten. Aber dafür, dass ich jetzt die ganze Zeit hier so ein bisschen geredet habe, ist es halt, ja, dauert halt ein kleines bisschen länger. 14.000. Das kann ich damit verbinden. Sechzehntausend. Ja, ich dachte mir, ich mache neben Fortnite auch mal sowas zwischendurch. Das ist nicht die krassesten Spieler, aber ich glaube, das kann man so nebenbei machen. So, 5584, Restart. Hol ich mir die anderen Trophäen, aber die anderen Sachen jetzt noch. Neunzehntausend Trophäe. Ich glaube, das ganz 20.000 Punkte. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit Xbox. Xbox hat ja auch. Okay, da kamen die Platin, also 20.000 Punkte und dann noch die Platin. Wie das Ganze bei der Xbox aussieht, kann sein, dass das vielleicht auch irgendwann kommt, aber wer weiß. Xbox hat ja auch so Achievements, ne? Ja. Das war das Game dazu. Also muss sagen, das ist relativ entspannt. Für 1,49 kann man es natürlich mitnehmen.